Er ist ein Direktor, er ist ein Chef. Er kann am Ende Entscheidungen nehmen und sagen, ja, ich halte an meine Entscheidung. Das ist sehr, sehr, sehr wichtig. Er ist nicht jemand, der mit dem Wind also sich beeinflussen kann. Er sieht ganz genau, wo man gehen soll. Ich bin der Direktor der Walliser Baumeisterverband und ich habe der Oliver seit 10 Jahren also gekannt, mehr jetzt seit 4 Jahren, weil er wirklich also die Geschäftsführung von Imboden AG genommen hat. Ja, es ist sehr aktiv und für mich das ist ein großer Vorteil, einen solchen Mann zu haben, weil wenn ich bei ihm komme, er ist immer gut vorbereitet, also er liest das Dossier also ausführlich. Er macht schon seine Stellung, er sieht die Folge von gewissen Entscheidungen und das ist immer ein konstruktiver Erfolg, obwohl er, also man kann sagen, einen großen Charakter hat. Er hat immer gute Ideen, um das vorwärtszugehen und ja, sehr innovativ, sehr innovativ. Er macht Kritik, das ist nicht so einfach, wenn er Kritik macht, aber am Ende kann man immer so es respektieren und das ist konstruktive Kritik. Er ist lustig, er hat viel Humor, ich habe das gesehen mit dem Kultur- und Opener-Gempel, aber er ist, ja, man kann sagen, er ist immer so vorbereitet, er ist klug, ja, sehr klug. Man sieht, sein Geist geht sehr schnell, vielleicht oftmals zu schnell für gewisse Leute.